Suat! Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank an den Werkstätter. Keller, neues Battleship Wager. Hast du Elrönchen? Ja, meine Freunde, heute sind wir wieder, haben uns alle hier versammelt. Es geht weiter in eine Runde Full Icon Battleship Wager. Ja, und wir haben da noch die eine. Es werden Rechnungen beglichen in den letzten Videos. Ja. Wir haben noch einiges offen. Ja, ich begrüße euch auch gar nicht. Stellt euch selber vor. Sorry. Ja, wir müssen nicht mal einen Tick leiser machen, weil das Geschreie da auf der anderen Seite, das kann man ganz ehrlich, das geht nicht. Timo, guck mal da. Also, wie gesagt, wir nehmen hier gegen die zwei da auf. Vielleicht kennen die einige von euch. Kanal ist vielleicht unten drin in der Videobeschreibung, je nachdem, wie ich Zeit habe. Da haben wir auch was aufgenommen. Könnt ihr abchecken. Unser Team. Macht auch FIFA oder was, ne? Ja, unser Team heißt. FIFA und Shisha ist unser Wir haben auch gar keine Schwitzerausstellung genommen, haben auch überhaupt keinen. Oh Gott, scheiße. Du als Charakterschwein, du legst direkt wieder los. Ich leg direkt los, ich nenne das Team 70-70-40. Ich muss nicht in mein Handy als Charakterschwein speichern. Wie gutes Charakterschwein. Warum bin ich ein Charakterschwein? Haben die Fleisch im Intro gesehen? Charakterschwein. Nur weil ich halt keine Pfeife rauche. Weil ich FIFA 21 spielen will und Trikots zugesendet bekommen haben möchte. Freunde, checkt auf jeden Fall das Video bei den Teasys ab. Wir machen ein Full-Icon Battleship Wager. Auch der Bronzemann auf der Bank ist eine Icon. In dem Fall ist safe 11 Icons auf dem Platz. Das kann am Ende sehr teuer werden. Maybe spielen wir 0-0 und beenden die Aufnahme. Wir schauen mal. Hier selber eine positive Werte vorhin. Ballert die Kommentare voll mit... Boah, eurem Lieblings-Tabak. Hashtag Shisha. Hashtag Shisha 21. Ihr seht die beiden Teams hier und die fahren jetzt auf die Bank und dann gehen wir rein. Wie viele Daumen wollen wir hier sehen? Komm, haut was 31, raus. Viele. 31.000. Viele, ja. Okay, steht drauf. So, die Spieler sind auf der Bank. Welche Formation habt ihr? Wahrscheinlich die mit 3 ZOMs, ne? Ja, 4-2-3-1. Sehr gut, die spiele ich bei euch. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Machen wir nämlich gleich. Spiel 4-3-2-1. Kann ich sehr gut dieses Jahr spielen. Wer fängt an? Du nennst ja die Nummern, ne, Timo? Nee, du. Aber ich? Du bist hier komplett... Komm, ist egal, dann, gib mir die ersten drei Nummern für den Sturm. Also, im LS hätte ich gerne die 8. Im ST die Nummer 12. Und RS ja, ich find, die 3. Ja. Die 3. Ich finde es halt echt phänomenal, ne? Ich verstehe das nicht. Wie haben wir's gemacht? Ich verstehe das nicht. Also ich habe auf jeden Fall zwei grüne links. Gut, das wäre ne, auch schlimmer, ne? Und maybe wieder den ein oder anderen Verteidiger Torwart vorne im Sturm. Ich verstehe das nicht. Mann, im Sturm die Nummer 4 bei euch. Kann okay, der? Kann der, ja. Linker ZOM die 1. Wird kritisch. Rechter ZOM die 11. Schade, Marmelade. Kann er aber. Kann der, ja. Soll ich euch die Mitte auch noch geben? Ja, komm, hau die Mitte noch rein. Die 9. Warum passt das? Das ist ein Gamechanger. Ne? Sorry, dass ich jetzt gerade sage. Was für ein Spiel jetzt gerade? Bei mir. Hier, ne? Bei mir ist auch. Ein habe ich schon. Ja, ich habe also den nur auf... Der Torwart hier, der war eigentlich linker Flügelspieler. Doch, ich habe den doch nur auf MS gelassen, weil wir keine ZOM-Karte hatten, deswegen. Ach so. Ja, doch, ist korrekt. Ist korrekt, ne? Und dann hätte er den in den Sturm gemacht, das ist auch wieder halb. Karten gibt's halt echt nicht. Ja. Ja, ich weiß schon, was ich meine. Let's go. Gut, ja, dann gib mir 3 ZMs, jetzt ein paar Gamechanger, bitte. Die 10, bitte. Auf dem linken ZM. In der Mitte die 1. Und rechts die 5. Schönes Muster da gemacht, Digga. Stand jetzt würde ich sagen, ich bin absolut tot, ne? Hau raus. Cool. 2 ZDMs. Links die 10. Immerhin. Ja. Immerhin. Rechts die 12. Wow. Warum? Warum einfach nur? Okay. Ihr könnt mir einfach nur noch einen geben, ne? Ihr könnt mir nur noch einen geben und wenn ich den nicht kriege, ich bin einfach... Gib dir den linken Außenverteidiger die 9. Ja. Wir machen komplett Abwehr, gell? Rechtsverteidiger die 11. Ja. Linker Innen. Rechtsverteidiger, genau. Dann linker Innenverteidiger die 4. Und rechter Innenverteidiger die 2. Ja, danke. Bitte, bitte. Ach du Scheiße. Ja, cool. Linker Verteidiger die 2. Kann er. Muss er können. Linker Innenverteidiger die 3. Kritisch. Rechter Innenverteidiger die Nummer 8.
Jawohl. Kann er? Rechtsverteidiger die 6. Okay, dein Torwart schon drin? Ja, da freue ich mich. Ja. Ach so, ja. Ja, bei uns auch, aber. Ich hätte gern bei dir die 6. Ja, immerhin, Alter. Ja, das ist auch scheiße, aber. Das war jetzt auch drin, so einer zu nehmen. Ja, ja, ist schon drin. Dann die 7. Das war eigentlich so dumm, ne? Ey, ist perfekt? Ja. Ist perfekt. Gut, wir haben 2 Game Changer. Sehr gut, aber ich sehe schon, was wir machen können. Ja, ist ja klar, einer, ne? Brauchen wir nicht lang drüber rumschwätzen. Ja, wir stellen ihn um. Müssen wir auch überlegen, was ich hier mache. Und bei uns ist Canavero übrigens 92 auf der Bank geblieben. Und die zwei eigentlich bei mir Desai. Was machen wir denn jetzt eigentlich noch? Eigentlich den für... Ja, aber es gibt gar nicht mal so viel, ne? Ja, aber... Oder was ist denn so? Es gibt zumindest 11. Aber dann hast du halt wieder den Lausebuff. Also, ich weiß nicht. Weil, guck mal vor... Oder ganz ehrlich, in den Sturm irgendwas, der KK hat 2. Achso, Michel ganz vorne, scheiß drauf. Scheiß drauf, ne? Der andere ist groß in den Michel ganz vorne. Habt ihr umgestellt? Ja, wir haben es geändert jetzt gerade. Ja, so. Dann seht ihr jetzt hier beide Teams einmal, voll geil sehen die aus. Ja. Also wenn ich hier nicht mindestens 5-0 gewinne, ist Blamage. Kritisch. Ja, dann gehen wir rein. Ins ja, Spiel. Raus auf die Bank, ole. Ole. Ach, guck mal da, kannst du es einstellen. Oh, ist es mal da, endlich. Ich würde geil finden, wenn die noch Optimus Moments Icons jetzt bringen. Das wäre geil. Dann würde man nochmal reinschallern, oder? Dann würde ich nochmal investieren. Ich glaube, da würde ich auch nochmal reinschallern. 49 Millionen Gift. Ja, von 9. Geh mal rein da. Dann gehen wir rein. Ja, in das sensationelle. Ich bin gespannt, wo eure Leute stehen. Gucke, ob ich mein obligatorisches Gegentor wieder kriege. Oh, Pimo steht bei dir. Oh, Seppler hinne, hä? Oh, Seppler hinne, Figo in die IV. Wer steht denn hinne links? Zidane. Oh, ja, da ist aber ein teurer Abwehr, Digga. War der geil. Zanetti. Ja, Michael, du Ehrenmann! Das gibt's doch nicht. Ihr bist so schlecht geworden. Ajo. Versuch den Pilo ihren Ruf, der ist gut, der Pilo ihren. Der kann... Na. Oh! Ah, was? Wie durfst du denn aber auch bitte da rein? Ja, keine Ahnung. Vor allem habe ich den Flick gedrückt, der macht den einfach nicht. Ist das wie der Timo? Ist wie so ein Alter auf dem Fußballplatz. Kennt ihr die? Die da nur reinschreien. Hey, warum schießt der denn nicht? Mein Gott, der hätte doch in den Winkel fallen müssen. Oh, und der hat aber auch Probleme aber beim Abspielen. Aber nur im Sprint. Sie dann hat heftig Probleme, du da. Wollte ich zu viel. Zu viel und zu schnell. Cannavaro, ist das dein Ernst, Alter? So ein guter Spot. Kriegst du Cannavaro dahin, ey. Cannavaro? Boah, der geile linke Fuß, Cannavaro. KK! Ja, was erwartet ihr, Jungs? Die spielen nicht auf ihrer Position, die sind verwirrt. Ja! Wenn der hinten reingefallen wäre, ne? Hast du mal Decoder? Hättet. Ach, ja. Oh! Was machst du denn da? Hey! Schon gedrückt. Blankt. Ja, dieser. Was gibt's? Digga, Zambotta ist doch schnell. Wieso sehe ich das nicht? Zanetti, du willst durchgehen. Stell doch mal dazu. Guck mal, wie offen bist du denn? Ach, wie verdrückt er sich denn? Ja, das ist abseits, ja klar. Abseits, hab ich safe gestellt. Ist kein Abseits, das ist einfach schlecht. Hab ich abseits gestellt? Ja, doch. Oh, du bist aber ein harter Nörgler von draußen. Auf ihn, dass er dann auch irgendwie einfach so wegläuft und den das richtig annehmen kann. Ja, das kann gut sein. Wird einiges erklären. Ja, da bist du doch stark. Kabel. Alle 5 Sterne Reek, ne, glaube ich? Ja. Boah. Schwimmen in dein Netz, Digga. Das hat Steini noch vorher gesagt, das waren jetzt die Psychologen, die haben den Jubel gebracht, damit du jetzt Steini aggressiv machen kannst und er sagt, ey Männers, es gibt doch noch ein Rückspiel. Genau, jetzt fuchst du mich nochmal rein hier. Steini, aber du musst doch verstehen, ich bin auf deiner Position. Boah! Desai hält den Laden mit hinten noch zusammen. Kann mal schießen. Oh, yeah! Ich hab's immer gewonnen! Und alles so, weil ich Shisha rauch hier grad! War denn das? Wir haben aber auch wieder schön in die Mitte abfäustet, weißt du? Lass einfach die Hände weg, passiert gar nichts. Geht wahrscheinlich am Tor vorbei, das Ding. Wie blank steht denn der da? What the fuck? Ich wollte ihn gerade noch kritisieren und wollte sagen, es kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Zola steht da kein Mann? Auf Pull-Chemie gegen einen Zidane, der da hinten komplett lost rumeiert und jetzt auch nicht gerade so defensiv stark ist. Da steht er wirklich einfach komplett. Guck mal, da ist überhaupt keiner! Kein Stich machen, dann ist Zidane und hebt das Ding da hinten auf. Ja, dann mach er wieder, ne? Zidane. Leo! Ja, Steini, jetzt weiß ich auch, warum der Zidane vorne da war. Der muss ja auch beides machen. Der muss draußen an der Außenlinie stehen und muss auch hinten verteidigen. Das ist nicht so leicht. Oh! Was? Ist
Der war jetzt schön. Kassiere ich den im Gegenzug. Michael! Mann, wieso macht der den nicht? Oh, der Schuss war krass. Das war ein Deko, oder? Der war wirklich krass, Alter. Wo kam der her? Scheiße. Was für ein Zinedine-Zidane ist denn das? Scheiße. Welcher ist das? Gute Frage. Baby oder was? Ich weiß nicht, was der kostet. 2 Millionen oder so. Von mir aus könnt ihr. Simao hat hier die Verantwortung. Ich hätte gern den... Stopp! Willst du mir mal so einen Tipp geben? Oh, du Achselbehaarung. Wahnsinn. Erzähl mal. Gib uns so einen Tipp oder willst du noch irgendwie so, wo die Reise hingeht? Also ich schwank zwischen rechter Innenverteidiger und linken Innenverteidiger. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, vielleicht hat er wirklich schon umgestellt. Was meinst du, hat er umgestellt, hat er die Eier gehabt zum Umsteller oder? Das ist ein abgewichster Stein in seinem Keller, der hat umgestellt. Dann linke Innenverteidigung. Hat er nicht. Ich habe mein Team einfach so gestellt, wie ich in die Aufnahme gegangen bin. Ergo Eusebio Sturm, Figo rechter Flügel, Overmars linker Flügel, die ZMs wieder dahingestellt. Ergo der linke Innenverteidiger ist ein Cannavaro. Oh, so gut. Ja, geht. Nimm mal mit. Ja, fühlt sich gerade scheiße an. Komm, ich hau den für euch in der SBC sogar noch ein, damit ich bloß nicht die 60k da bekomme. So, hier. Tschüss. Ciao. Ja, möchte ich abgeben, die Icon. Möchte ich abgeben in diese SBC. Michael, war gar nicht so schlecht. Richtig. Ich dachte erst, der sagt Sturm, Alter. Schade. Was für ein Cannavaro war das denn? Blaues Auge. Baby, glaube ich. Ne, mittlerer? Mittlerer oder Baby? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja gar nichts wert. Du hast im Icon-Pack da gehabt. Ehre, Mann. Naja, gut, dann sagen wir Tschüss. Bin zufrieden, das passt für mich. Zählen zum Rückspiel. Direkt die Folge bei Teasy ab, hole ich mir jetzt Rache und dann läuft das. Wegen dem Schwimmjubel. Nur wegen dem Schwimmjubel.